und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ist etwas ungewöhnlich, dass ich jetzt in so einer Pose gerade ins Let's Play reingehe. Und normalerweise sieht man auch... Was war denn das gerade? Normalerweise sieht man auch nicht meinen Rücken, sondern mein Gesicht, wenn ich Hallo sage. Ich wollte euch nur eben zeigen, oben links, ich weiß nicht, was das ist. Das Symbol kam eben, als der Typ neben mir gestanden hat, um zu angeln. Jetzt ist es allerdings immer noch da, also vermute ich mal, dass das wohl doch nichts mit dem Typen zu tun hat. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe hier scheinbar eine sehr gute Angelstelle entdeckt. Oder es liegt da dran. Oh, komm schon, komm schon. Nein, weil die so lahmarschig zur Seite geht. Oder es liegt einfach nur daran, dass ich noch in der Nacht am Angeln bin. Ich bin aktuell jetzt hier unten am Angeln. Und das ist eine ausgewiesene Angelstelle, zumindest auf der anderen Seite. Da habe ich auch schon eine, ja, wie soll ich das sagen, eine runde Angelstelle entdeckt. Eine leuchtende Angelstelle. Keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Das blende ich euch gleich nach diesem Fischkampf hier mal eben kurz ein, weil das habe ich extra aufgenommen. Und ja. Okay. Super. Jetzt blende ich euch mal eben kurz ein, wie das Ganze gewesen ist. Es dauert ja nicht lange. Und was da für ein Fischbeil rumgekommen ist. So, es heißt ja, dass man nachts besser angeln können soll. Oder irgendwie sowas hat man mir mal gesagt. Ich möchte jetzt mal probieren an... Na, das ist da nicht. Komm rein. An so einer Angelstelle hier zu angeln. Ach so, ich kann das hier... So. Aber ich habe da jetzt nicht ganz... Ja doch, ich habe reingetroffen. Ich habe jetzt mal einfach die Aufnahmen gestartet, um mal zu gucken, was man da eventuell kriegen kann. Ob das besondere Sachen sind oder nicht. Ob das vielleicht Fische sind, die heftiger sind. Ja, sie sind heftiger. Oh. Eine Regenbogenforelle. Okay, sehr, sehr geil. Ja, das wollte ich euch nur mal eben zeigen. Und jetzt geht's weiter mit dem normalen Let's Play. Ja, und das war die Markierung. Was ich im Moment, beziehungsweise heute Nacht, noch gefangen habe an diesem Teich. Falls ihr sowas noch sucht, ich weiß es ja nicht. Ich habe eine Regenbogenforelle gefangen, sogar als Sternchen. Bringt 70 Gold, das ist echt viel. Ein Zwergwels für 21 Gold, Streifenströmer für jeweils auch 21 Gold und Gabelwälze. Die haben sich übrigens heftigst gewehrt. Ich glaube, die sind das gewesen für jeweils 47 Gold, was nicht gerade wenig ist. Und ich habe sogar eine durchnässte Truhe rausgeangelt. Öffnet diese mysteriöse Truhe, um den Schatz darin zu bergen. Kann ich das hier auch machen? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel... geöffnet wird. Ich würde sagen, das mache ich am besten zu Hause. Wir haben jetzt 5 Uhr. Die meisten sind nicht mehr am Schlafen. Oh, wunderbar. Sie hat auch noch eine neue Quest für mich. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss doch noch irgendwas abgeben hier. Bei ihm wollte ich noch einkaufen. Der schläft aber noch. Alles gut. Genau. Beim Bürgermeister. Der ist auch wach. Okay, dann laufe ich doch da mal direkt hin. Mach mir aber das kleinere Teil hier rein. So, weil er stirbt, wenn ich da die ganze Zeit mit der Angel am Laufen bin. Aber dieses mal 4 oder sowas oben links, das ist immer noch drin. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Vielleicht wisst ihr, was das ist oder wie ich das jetzt bekommen habe. Weil das war nicht von Anfang an drin. Das kam erst, als der Typ kam. Vielleicht war es Zufall oder wahrscheinlich war es sogar Zufall. Ich dachte jetzt zuerst, das ist sowas wie zusammen erhaltet ihr doppelt XP oder so. Es ist ja bei Teso auch, wenn man zu zweit angeln geht, dass man halt in der Regel, sagen wir mal, bessere Fische fangen soll. Ob das dann auch wirklich so ist, ist dann natürlich die andere Sache. Das ist aber sein Privathaus hier, oder? Aber er ist doch wach. Was ist der denn jetzt? Ach, der ist weiter hinten. Okay. Moment. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ist er jetzt hier im Garten oder was?
Scheint so, ne? Der ist hier im Garten. Aber da links war irgendwo ein Eingang. Das weiß ich noch. Hier könnte man auch nicht hochklettern, ne? Da kann man auch nicht... Ja, ein Eingang ja. Aber dadurch komme ich nicht ins Haus. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Oh, Leute. Ist das euer Ernst? Da komme ich in den Garten. Hallöchen, Bürgermeister. Du hast einen schönen Garten. Time for a break. Es macht so viel Spaß, die Menschen hier zu haben. Endlich habe ich Leute, mit denen ich reden kann. Ja, wir fragen auch mal direkt wegen dem Geschenk. Esche sagte, dass die Flüsse verschmutzt sind, seit die Menschen in unser Dorf gezogen sind. Vielleicht könntest du ein Wagenrad oder so an Land ziehen, um deinen guten Willen zu zeigen. Hoffentlich meint er kein Steuerrad, weil das habe ich jetzt natürlich... Ja, ich habe die Quest abgeschlossen. Gut, gut. Geschenke sind die beste Art, Menschen kennenzulernen. Natürlich hat jeder seinen eigenen Geschmack. Esche mochte schon immer die feineren Dinge. Meine Güte, wie viele Geschenke ich ihr gemacht habe, als wir anfingen, umeinander zu werben. Oh, du hast uns alle so willkommen geheißen. Ich bin mir noch nicht sicher, was du magst, aber das Mindeste, was ich tun kann, ist dir auch eine Kleinigkeit zu geben. Gold fände ich gut. Meine Arbeit fängt gleich an. Also lass mir noch ein paar Minuten meinen Frieden an der frischen Luft. Na gut, okay. Don't tell Esche you saw me. Sag Esche nicht, dass du mich gesehen hast, weißt du? Der ist in seinem eigenen Vorgarten, steht der hier rum. Aber ich soll ihr nicht sagen, dass ich ihn gesehen habe. Na gut, okay. Was haben wir denn noch? Ist der ein jetzt mittlerweile mal wach? Der pennt immer noch, ne? Super. Kann ich noch was anderes machen oder gehen wir direkt drüber? Ne, ich würde sagen, wir gehen dann direkt drüber. Durchsuchen mal die Gegend, weil... Ja. Bis der jetzt wieder wach ist und... Moment, wo muss ich denn? Da muss ich hin. Ich will dann natürlich auch keine Stunde hier warten. Ich würde echt gerne mal wissen, wo man hochklettern kann. Wie ich das sehe. Weil wir haben das ja schon in der Einführung gelernt, dass man halt eben an Dingen hochklettern kann. Das ist aber nicht sowas, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal in den neuen Bereich, beziehungsweise in den zweiten Bereich rein. Und Fulfill 5 Players Request. Was hast du denn für eine Maserung? Vor allen Dingen, warum erschreckst du mich so? So, ja, wir sollen den Bereich erkunden, aber... Ah, das ist dann wahrscheinlich... Ja, durchsuche die Gegend, genau. Hä? Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht markieren kann. Das war doch die Gegend, wo wir auf den einen... Wo wir auf den einen getroffen sind hier, wo wir das Jagen durchgelernt haben, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß ja auch gar nicht, wonach ich hier eigentlich suchen soll. Das ist jetzt mein Problem. Da gehe ich schon wieder aus dem Kreis raus. Dann schauen wir mal hier nochmal. Wird auch nichts aktiviert, wenn ich da näher rangehe. Ist hier vielleicht irgendwo ein Höhleneingang oder sowas, den ich nicht sehe? Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wonach ich jetzt genau suchen soll. Ah, hier ist was zum Klettern. Oder? Ja! Warum klettert die nicht? Ist sie dumm? Was war denn das jetzt für ein Bug? Ich habe die ganze Zeit nur die W-Taste gehalten. Ja gut, ich bin einmal unten gesprungen. Ansonsten habe ich nur die W-Taste gehalten. Wieso hat der da so Probleme gemacht?
So, ja. Warum kann ich da jetzt nicht rum? Weil ich hier rum muss, oder was? Das war die Gegend, beziehungsweise das war das, wo der Epi hochgeklettert ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben die Truhe gefunden. Ja. Was ist das denn? Gegrillte Auster. Oh, okay. Antike Schatztruhe. Was war denn da noch drin? Das war da drin, ne? Süßblatt. Oh. Da man das aber so selten findet. Und Weizen war sogar da drin. Da man das so selten findet, würde ich das, oder in dem Fall jetzt noch sonst gar nicht findet, würde ich das... Okay, wir haben keinen Fallschaden. Würde ich das jetzt erstmal aufbewahren, das wollte ich eigentlich sagen. Da oben sind Ruinen, sollen wir die vielleicht untersuchen? Frage ist, wie kommen wir da hin? Von der Seite? Da ist eine Brücke. Da müsste ich quasi auf die Brücke. Also es passt auf jeden Fall genau rein. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir wirklich hier untersuchen sollen. Gerade auch, weil sie ja halt, ne, so von wegen Archäologin und so. Oh, Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Mist. Na gut, hätte ja klappen können. So, wie kommen wir denn da hin? Moment. Oh, was ist das hier? Ah, eine versteckte Truhe. Ich habe doch eine versteckte Truhe gefunden. Nein, und jetzt haben wir keinen Platz mehr. Oh, das ist so blöd mit dem Platz. Und dieser Idiot, obwohl jetzt müsste er eigentlich wach sein, oder? Achso, den kann man jetzt nicht mehr sehen. Ich würde sagen, wir gehen doch nochmal eben ganz schnell nach drüben. Odari, ja, du kennst mich ja schon. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich mich nochmal kurz vorgestellt. Ach, Mann. Wo ist denn der Weg? Das ist doch hier, oder? Ja, da geradeaus und dann nach rechts. Ha, ist das blöd. Also ich guck gleich mal, wobei 9 Uhr morgens, der müsste doch endlich mal wach sein, oder? Hier kommen wir zurück. Was ist denn das da hinten gewesen? Das sind auch Ruinen. Ah, Moment, ich markiere mir das nochmal eben. Das ist hier oben. Ah, es ist doof, ehrlich. Diesen ewigen hier. Ja gut, ich hätte die Fische wegmachen müssen. Ich habe nur ehrlich gesagt gedacht, Fische sind jetzt nicht so, also nehmen normalerweise nicht so viel Platz weg. Hatte ich zumindest gehofft. Aber anscheinend dann doch. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt auch 2 Kisten gefunden. Oder 3 Kisten, glaube ich, sogar noch insgesamt. Eine hatte ich ja noch geangelt. Oder war die ich geangelt hatte, war das jetzt gestern? Ich weiß schon gar nicht mehr, was an welchem Tag gewesen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr so viel Platz. Da gucken wir jetzt nochmal eben, was wir machen können. Und dann gehen wir auf jeden Fall mal diese Gegend da hinten erkunden. Brunhilda von Bismarck. Ja, bin ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass... Warum laufe ich eigentlich hier hin und mache das nicht bei der einen Kiste? Naja, egal. Hätte ich nicht gedacht, dass man so viel Platz hat, um was da reinzuschreiben. So, die wollte ich jetzt erstmal aufbewahren. Weizen können wir ja rein theoretisch verkaufen. Wobei wahrscheinlich jetzt der nächste ankommen wird. Die lasse ich auch erstmal. Vielleicht brauchen wir die mal für eine Quest oder so. Wobei die sehr teuer war, ne? Nee, 14 Gold nur. Die Kisten. Moment. Erstmal müssen wir jetzt hier... Dornengänseblümchen. Okay. Muss ich die da jetzt extra reinschieben? Okay, ich muss die extra reinschieben. Gut. Wir werden jetzt mal einfach alle Fische, die wir jetzt gefangen haben, da reinschmeißen. Wahrscheinlich brauchen wir die jetzt wieder für irgendwas, aber naja, scheiß drauf. Knoblauch schmeißen wir auch mal mit rein. Die haben wir jetzt öfter gefunden.
Brauchen wir aber, glaube ich, für nichts, oder? Ich würde sagen, die verkaufen wir auch. Dorngänseblümchen. Würde ich normalerweise verkaufen, aber ich bin ganz ehrlich, die habe ich jetzt nur ein einziges Mal gefunden und dann auch nur aus einer Kiste. Deswegen lasse ich die erstmal in der Kiste drin. Vielleicht braucht man die noch für irgendetwas. Und wenn ich die zwei, dreimal habe, kann ich die ja immer noch verkaufen. So, verbrauchbar. Anpassung, leere Schatztruhe von den Reisen, leere Schatztruhe von den Reisen. Okay, das heißt, wir können die... Oh, behelfsmäßige Vogeltränke. Das sieht aber richtig schön aus. Dann mache ich das doch. Mache ich das hier hin? Nee, mache ich lieber hier hin? Nee, kann ich nicht. Das muss ich wieder... Oh. Dein Ernst jetzt? Dann mache ich das... Dann mache ich die Vogeltränke dahin, wo das Feuer ist. Das ist ein bisschen blöd für die armen Vögel. Das ist aber wirklich blöd für die Vögel, oder? Nee, ich mach das mal hier vorne im Eingangsbereich. Aber da ist... Doch, da ist Wasser drin. Ich wollte gerade sagen, da muss man jetzt nichts machen, ne? So, nochmal schnell die Nachrichten lesen. Sei gegrüßt. Einer. Ja, ja, ich habe einiges weiter geangelt. I will have new rods. Okay, okay. Also nur, damit ich was kaufen kann. Okay. Nee, angenommene Schlüssel der Quest. Angenommene Schlüssel der Quest. Oh Gott. Ich meinte natürlich angenommene Quest der Schlüssel. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Hekla und ich haben die Ruinen... We could use some help finding the key. But like only if you're... Ja. Okay. Wieso habe ich das... Weil ich es noch nicht weggetan habe. Ist wahrscheinlich die einfache Antwort da drauf. Okay. Die Kisten stelle ich am besten mal irgendwie hier rein. Ich hoffe, dass da jetzt nicht die Plätze irgendwie begrenzt sind oder so. Wo bin ich denn jetzt? Moment. 5. Oh, die sehen aber auf jeden Fall schon schöner aus. Die stelle ich jetzt mal mit hier rein, weil, ja, ich die halt nicht... da. Nicht irgendwo lagern möchte, wo die dann vielleicht viel Platz wegnehmen oder so. Pfeile? Naja, Pfeile gehen noch. Okay. So, dann gucken wir jetzt auch mal ganz schnell mit unserem Miezekätzchen hier. Da. Jetzt markieren wir den nochmal. Mann. Damit wir endlich, und ich hoffe, es waren wirklich 500 und ich habe mich jetzt nicht vertan dabei... endlich das Ganze vergrößern können. Wir haben jetzt auch, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Geld wir jetzt für den Fisch bekommen. Aber ich finde persönlich, Angeln ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um Geld zu machen. Ich meine, klar, wenn wir jetzt alles so verkaufen, was wir zwischendurch noch finden und hier mal Blümchen und da mal was anderes, dann ist das sicher auch nicht schlecht. Wo bin ich jetzt gelandet? Moment. Ach, bei ihr. Ja gut, mit ihr kommen... Was war das? Hornflasche. Ach, die kann man... Ah, okay. Möbelmodifikationsset. Verwenden Sie diese Umbausätze zusammen mit der Modifikation Bench, um Ihre Möbel individuell zu gestalten. Leder! Scheiße, teuer. Aber egal. Ich hoffe, wir haben dann gleich noch 100 übrig. 500 übrig. Und einmal Stoff. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall noch... Was war denn das andere? Das war noch... oh, sag mir bitte, dass wir dann weitermachen können. Die Dinger sind aber richtig, richtig teuer. Aber diese hier zum Beispiel, die würden schick aussehen. Oh, sag mir, dass ich dann danach weitermachen kann mit diesen Fliegerdingen. Kann ich dich für ein paar neue Möbelstücke begeistern? Nein, im Moment leider nicht. Gefällt dir das Möbelstück? Ich fertige die meisten Stücke selbst. Meine Familie tischlert schon seit vielen Generationen. Diese Tradition geht bei uns bis zum ersten Rat zurück. Sehr schön. Ach so, die kann man auch kaufen. Ah, okay. Aber kauft man dann tatsächlich die Teile oder kauft man dann die Anleitung, dass man die selber bauen kann? Das ist jetzt die Frage. Ich gehe mal stark davon aus, dass man die Teile kauft. Wir müssen jetzt erstmal ganz schnell zum Kater.
Für mich persönlich das Wichtigste. Wo ist denn hier der... Hier. 500. Ja! Kaufen! Kaufen! Taschenverbesserung! Hui! Du hast gerade mehr Platz bekommen. Spare weiter, um deine Taschen noch weiter zu vergrößern. Verstanden! Ja, für den nächsten brauchen wir nun mal direkt eine Null mehr. Ist doch ein Schnäppchen. Wie viel Platz haben wir denn jetzt? Nur eine Reihe mehr bekommen. Okay. Aber gut, ich meine, immerhin, das ist immerhin die Hälfte von dem mehr, als wir jetzt vorher hatten. Muss man jetzt auch dazu sagen, ne? Das ist ja schon mal positiv. Und überhaupt alles, was uns irgendwie weiterbringt, ist positiv. Talk to Gina about the letter she sent. Das sind so viele Quests gerade. Ich habe anfangs noch gedacht, naja, so viele Quests sind ja hier nicht. Ja, kannst ja mal gemütlich durchgehen, mal so ein bisschen machen. Und danach kannst du ein bisschen grinden offline, weil du ja nichts zu tun hast. Und hier kommt ja eine Quest nach der anderen. Also muss man mal sehr, sehr positiv anmerken, zumindest bisher. Ich dachte gerade, das wäre eine Truhe gewesen. Dass da tatsächlich bisher so viele Quests sind, weil ich habe ja auch eine World damals direkt von Anfang an gespielt. Und sind wir mal ehrlich, abgesehen davon, dass die Quests ziemlich langweilig waren und keine Story oder so großartig dahinter hatten und man da den ganzen Tag nur am Grinden war letztendlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es hier wesentlich mehr Quests, die ich jetzt schon kennengelernt habe, als damals bei New World, wo das Ganze rausgekommen ist. Und wir sprechen ja jetzt von der Closed Beta. Also es ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier komplettes Spiel fertig haben. Ich denke mal, da werden auch noch viele Quests kommen. Was? Einladung zu Hardworkers von Lacosmi. Drücke Enter, um die Maus anzuzeigen. Was? Ist das irgendeiner, der hier auf meinem Channel guckt? Ich bin gerade etwas überfordert. Es tut mir leid. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich habe etwas entdeckt, das wie ein Schloss an der Seite der Berge aussieht. Ich glaube, dass man dafür irgendeinen besonderen Schlüssel benötigt. Vielleicht ist es in den Felsen hier versteckt. Ich wäre dir wirklich dankbar, wenn du mir bei der Suche behilflich wärst. Du verbringst doch ohnehin so viel Zeit mit dem Bergbau, oder? Aber wenn es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, mach dir keine Gedanken. Ich will mich nicht aufdrängen. Das ist nett. Ich fand es immer komisch, dass Hekla mir überall hin gefolgt ist. Die anderen Lehrlinge haben mich manchmal gehänselt und gesagt, ich bräuchte ein Kindermädchen. Ich habe sie eine Zeit lang weggeschickt, aber dann habe ich gemerkt, dass ich jemanden vermisse, der sich um mich kümmert, egal was passiert. Was ist schon dabei, wenn alles eben ein wenig unkonventionell ist? Ja, gar nichts, ne? Jeder sollte so leben, wie er möchte. Sie meint... Guten Tag, guten Tag. Dich nehme ich mal mit. Gefleckter Stinkkäfer, okay. Sie meint wahrscheinlich diesen Eingang hier, ne? Ach, da brauchen wir wieder eine Batterie für. Night Sky Tempel. Nee, brauchen wir nicht. Cool. Ah, schöne Grüße, Schatzi. Ich weiß jetzt, wie du hier drin gelandet bist. Ja, ich weiß aber noch nicht, wie ich das hier lösen soll. Was ist denn das hier überhaupt? Also, ein Vogel, ein Roboter nehme ich mal an. Ein Hai oder sowas. Und ein Fuchs. Also hier diese, ich weiß nicht, wie die heißen. Kann man hier Wasser drauf machen? Nein, kann man nicht. Okay. Frage ist, kann ich da irgendwas drauf machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Fuchsschwanz oder ein Fell oder sowas da drauf lege. Aber was repräsentiert dann? Also das wäre die Erde, Luft, das könnte Feuer sein vielleicht und das auf jeden Fall Wasser. Ich würde einfach mal behaupten, das sind die Elemente. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das aktivieren kann. Gibt es hier noch irgendwas? Dann wird das wahrscheinlich geöffnet, nehme ich an. Okay. Sonst haben wir hier nichts, ne? Hm.
Finde ich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich jetzt aber mal aufschieben, weil ich kann ja auch nichts machen, das ist das Problem. Ich kann auch nicht F drücken und nichts. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Hinweis für brauche oder nochmal mit ihr reden muss. Vielleicht muss ich ja mit ihr auch drüber sprechen. Würde mich nicht wundern. Wo ist sie denn? Moment, hier ist ein Ausrufezeichen. Warum? Weil sie eine Quest hat, glaube ich, oder? Wo ist denn die eine jetzt wieder hin? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Oder ist die das? Ich bin mir nicht sicher. Oder ist die abgehauen, ohne mir was zu sagen? Das kann auch sein. Ach komm, markier es doch einfach. Da. Ich glaube nämlich, man kann verschiedene Sachen hier kriegen, ne? Ah nein, dein Ernst jetzt? Ach komm. Muss ich jetzt hin? Da. Aber man hat überall keinen Fallschaden, ne? Das ist ziemlich cool. Ich meine, gut, es geht hier ja auch nicht darum, irgendwie zu kämpfen oder sowas. Und das finde ich noch cooler, bin ich ganz ehrlich, dass das wirklich ein, also zumindest bisher, ein MMO ist, wo man nicht kämpfen muss. Wo man craften kann, wo man alles so machen kann, wie man es wirklich gerne möchte, aber eben nicht kämpfen muss. Ach ja, die ist das. Okay, ja gut, dann reden wir mal kurz mit ihr. Can I get you anything? Hallo Herzchen, hast du Auni oder Naoi gesehen? Als ich ihr Mittagessen fertig hatte, waren sie plötzlich weg. Sei ein Schatz und bring ihnen das hier, bevor es dunkel wird, ja? Okay. Wenn du Auni siehst, könntest du ihm sagen, dass er seine Schuhe im Flur vergessen hat? Schon wieder? Mind telling Auni not to stay out too late. Ja, klar. Kann ich ihm sagen, wenn ich ihn sehe. Was ich vermutlich nicht tue, ich habe keine Ahnung. Wir reden erstmal kurz mit dir. Sei gut zum Teil. Hast du dich jemals gefragt, wie ein kleiner Bach einen ganzen Berg formen kann, wenn man ihm nur genug Zeit gibt? Nichts ist wirklich beständig, außer die Vergangenheit selbst. Ist das alles? Ja, das ist alles. Auni, da unten ist er. Moment. Wir sind bei dir in der Nähe, wenn ich das richtig sehe. Nee, er hat nur eine Quest für mich. Okay. Oder? Nee, das ist er auch gar nicht. Warte mal. Hä? Aber da können wir auch mal kurz hin. Der hat nämlich eine Quest. Doch, Auni. Doch, doch. What you up to? Was läuft? Essenszustellung. Wow, Mittagessen für mich? Du bist der Wahnsinn-Gameplayerin. Das ist eigentlich von deiner Mutter. Oh, hoppla. Ich wusste, dass ich etwas vergessen hatte, als ich heute Morgen aus dem Haus rannte. Naja, trotzdem danke. Ich esse jetzt. Tschüss. In dieser Partie wird es knapp, aber ich glaube, dass ich am Ende gewinne. Wow, was that a dragonfly? Das weiß ich nicht, ob das eine Drachenfliege war. Gut. Der ist irgendwo hier. Ach, da ist er. Das finde ich gut, dass man die von Weitem schon direkt sieht, hier mit den Fähnchen. Are you lost? Wie? Ob ich verloren bin? Hallo? Was ist denn das für eine Frage? Es ist immer schön, sie zu sehen. Wir haben nicht viele Gäste auf der Farm. Ich habe hier Mittagessen für dich. Oh. Den Duft werde ich aus einem Kilometer Entfernung wiedererkennen. Das hat eindeutig meine Mutter gekocht. Ich war heute Morgen so in Eile, da habe ich wohl vergessen, dass sie was für mich gemacht hat. Ich lange gleich mal zu. Das ist normalerweise die Zeit, in der Kenyatta sich von der Arbeit wegschleicht und mit mir abhängt. Vielleicht hat sie heute wirklich etwas zu tun. Let me know if you need anything. Ja, wunderbar, wunderbar. Muss ich ihr noch Bescheid geben? Nee, ne? Aber er wollte noch was. Aber ich glaube, er wollte nur irgendwie was verkaufen. Nee, Moment. Ah, ich muss ihr anscheinend doch nochmal Bescheid geben hier. Lass mich dieses Ziel anvisieren. Jetzt. So. Weil wenn die sich bewegt, dann weiß ich doch nicht, wohin die sich bewegt. Wenn ich nur das Geschäft hier anvisiert habe. So. Zurück zu Delilah.
wollte ich heute alles gar nicht machen in der Folge. Aber irgendwie mache ich immer irgendwelche Sachen, die ich gar nicht machen will. How are you, dear? Vielleicht kann ich dir etwas bringen. Ein Glas Ormu-Milch vielleicht. Das Mittagessen wurde ausgeliefert. Oh. Na, sieh einer an. Ich wusste doch, dass ich die richtige Person gefragt habe. Immerhin kann man sich auf dich verlassen. Huh? Schade, dass diese Jungs keine Sekunde still sitzen können. Es würde ihnen gut tun, ab und zu mal einen Gang runterzuschalten und sich an den Lilien zu erfreuen. Aber einen Schritt nach dem anderen. Ach, genug von ihnen. Ich habe genau das Richtige als Dank für deine Hilfe. Hausmannskost. Ich habe eine Zwiebel-, Karotten- und Gemüsesuppe. Was darf es für dich sein? Ich würde sagen Gemüsesuppe, die schmeckt am leckersten. Obwohl Karottensuppe schmeckt auch nicht schlecht. War das jetzt Blaubeer? Nee, aber irgendwas mit Blaubeeren hat sie mir noch gegeben. Bitte schön, Herzchen, iss sie, solange sie heiß ist. I need a wee bit of rest at the moment, dear. Jetzt weiß ich, was wir die ganze Zeit machen wollten. Wir wollten eigentlich die Ruinen untersuchen. Aber irgendwie kommen wir hier aktuell zu gar nichts mehr. Ja, da das mit den Ruinen etwas länger dauert, würde ich sagen, reden wir jetzt nochmal kurz mit dem Typen hier. Wobei ich befürchte, dass der tatsächlich nur neue Sachen hat, die man kaufen kann. Ich denke nicht, dass der mir irgendwas Kostenloses gibt, aber wir können trotzdem mal eben nachfragen. Nach dem Motto, ey Alter, hast du was Kostenloses für mich? Und draußen gibt es schon wieder den Krankenwagen. Ich hoffe, er ist nicht so laut, dass ihr den jetzt hier auch extrem hört. Da ist er. Also nicht der Krankenwagen. Do you wish to engage in fishing? Du bist scheinbar über deine jetzigen Werkzeuge hinausgewachsen, so wie eine Raupe eines Tages ihren Kokon entwächst. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich neue Rezepte zur Verfügung habe, die besser zu Ihrer derzeitigen Entwicklungsphase passen. Ja, das ist doch schön. Oh, die Herstellungsanleitung Wurmkiste, die finde ich ganz cool. Da brauch... Aua, schmeiß hier alles weg. Da brauche ich Bretter, Steinziegel, die habe ich da. Kupferbarren, ja, die müsste ich dann kaufen. Und Leder, was ich rein theoretisch auch kaufen müsste, weil ich es immer noch nicht herstellen kann. Ah, da unten ist das übrigens Glühwürmchenkiste, genau. Herstellungsanleitung Stimmgabel ermöglicht es dir, 15 Minuten lang Angelstellen aufzuspüren. Sind die eigentlich... Nee, die sind gar nicht verzeichnet, ne? Glühwürmchen. Handelsüblicher Schwimmer. Unter dem Meertapete kann man hier sogar kaufen. Ja, ist das geil. Fischers Aquarium. Scheiße, ich brauche Stufe 20. Aber es lohnt sich ja ausnahmsweise wirklich mal zu leveln, weil man bekommt halt eben auch Housing-Sachen dabei. Ja, das ist gleichzeitig doof und irgendwie faszinierend geil. Wenn dein neues Werkzeug gebaut ist, schlüpfst du aus deinem Bastelkokon als schöne Fischotter. Falls ich das nicht eben schon gelesen habe. Deine leidenschaftliche Art lässt mich vermuten, dass du dich mit dem Element Feuer identifizierst. Brenne hell, kleine Glut. Aber brennen sie nicht aus. Ja, ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn ich ins Wasser gehe, ne? Dann produziere ich immer so viel Rauch, weil ich dann verqualme. So, wir haben Leder, wir haben Stoff. Das machen wir jetzt aber nochmal eben... Achso, wir sollten das vielleicht mal kurz markieren. Bevor wir das machen, was wir jetzt schon seit zwei Folgen machen wollten. Nämlich diesen einen Ort untersuchen. Mache ich mich jetzt mal auf dem Weg in die falsche Richtung wahrscheinlich, oder? Nicht jetzt... Nee, da hoch und dann rechts kann ich aber gehen. Okay. Ja, sobald ich von der anderen Seite komme und nicht mehr da, wo ich normalerweise entlang laufe, weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich hier rumlaufen soll. Aber egal. So. Wir gehen jetzt einmal zurück. Dann gucken wir mal. Ja, die Viecher, die wir gefangen haben, können wir auch dann direkt mal verkaufen. Und Marmelade und so wegtun. Verkauf aus Versandkiste. 541 Gold. Yay. Und wir tun Snacks rein. Moment, die könnten wir jetzt aber eigentlich auch alle reintun, ne? Weil die finden wir ja immer mal wieder. Nur die anderen... Ich weiß halt nicht, wo man die findet. Deswegen will ich die jetzt erstmal noch nicht da reintun.
So, das brauche ich aber bei mir. Das klicke ich jetzt noch nicht an. Gefleckter Stinkkäfer. Gibt nur 14 Gold. Das ist nicht so viel. Die Milch würde gut was bringen. Aber ich weiß halt nicht so Erfahrungspunkte mäßig, ne? Das gibt nochmal 94. Ja, da gehen wir auch gleich nochmal ran. Oh mein Gott, ich kriege hier jedes Mal Post, sobald ich wieder da bin. Das ist ja schlimm. So, die Sachen tun wir erstmal alle rein. Dann, obwohl, nee, einmal Erfahrung. Einmal Gemüsesuppe. Das ist halt 33 Gold, ne? Es tut einen in der Seele weh, wenn man das Ganze dann isst, anstatt zu verkaufen. So, Moment, wir haben jetzt hier noch Seide. Bretter. Wie viel brauche ich denn davon? Moment. Ach, jetzt ist das hier schon wieder weg. Das ist doch blöd. Ja, deine doofe Quest, die setze ich erstmal im Hintergrund. So. Ach, ich brauche 5 Leder. Oh, ich könnt euch hier. Und jetzt ist das bestimmt bald wieder. So, 3 Bretter, Stoff habe ich und 2x Leder brauche ich noch. Dann kann ich damit weitermachen. Jetzt ist es schon wieder so spät. Ihr könnt mich doch mal. Sie hat mir nochmal Gilet gegeben. Sehr schön, vielen Dank. Okay, er wirbt jetzt nur damit, dass er nochmal freien Extra-Speicher hat. Also speichert, ne? Extra-Platz hat. So, dann die 4, zack. Das hat mir aber richtig gut Fokus gebracht gerade. Wahnsinn. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich da das erste Haus gewesen ist, dann haben wir doch bei der Trisch, glaube ich, von Tischler. Nee, Tisch, nicht Trisch. Bei der haben wir doch, soweit ich weiß, eben den Stoff gekauft, oder? Nee, das war die Bibliothek. Oh, sei bitte noch am Arbeiten. Moment. Ja, genau. Also nicht, doch, Stoff auch. Leder müssen wir noch 2x kaufen. Zum Glück haben wir noch Geld dazu bekommen. Sehr schön. Oh, gut. Also, ich schreibe mir das mal eben auf, weil sonst vergesse ich das nämlich wieder. Also, Möbelhaus. Möbelhaus. Stoff und, was haben wir jetzt hier geholt? Stoff und Leder. Wobei ich immer noch nicht weiß, gut, Leder könnte man vielleicht noch grob... Ja, okay, Stoff könnte man theoretisch auch dem Möbelhaus zuschreiben. Zurück zu Naju-Dingsbums. Wo ist die? Leute! Ich möchte das noch schnell abgeben, bitte. Lasst mich das abgeben. Nayuma. Ach, Moment, das war der Typ, der rechts war, oder? Ja, da musste ich, glaube ich, auf die andere Seite. Ja gut, der wird jetzt hier wahrscheinlich abends dann auch nicht mehr rumlaufen. Ich gucke trotzdem noch mal zur Sicherheit nach. Nicht, dass ich nach rechts laufe und dann... Ja, naja. Okay, Moment, ich muss mir mal hier das Ganze markieren. Wo habe ich denn? Da habe ich die Bretter, ich wollte gerade schon sagen. So, okay, ich denke nicht, dass wir das jetzt heute noch schaffen werden, den zu erreichen. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich würde sagen, wir machen hier mal eben einen kleinen, schnellen Cut. Und ich laufe offline mal eben rüber. Und wenn ich ihn finden sollte, dann hole ich euch direkt dazu. Wenn nicht, dann werde ich zusätzlich... Oh, quietsch mich hier doch nicht so an. Dann werde ich zusätzlich heute Nacht noch mal ein bisschen angeln, damit wir mal wieder ein bisschen verkaufen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.